Schneefuß trottete brav durch die Nacht und Lauscher döste im Sattel vor sich hin. Schnell kam er auf diese Weise nicht voran, aber er hoffte doch, daß ihn jeder Schritt seines Pferdes dem Ziel näher brachte, vorausgesetzt, es lief nicht in die falsche Richtung. Vielleicht war der Stute der steife Wind eine Hilfe, der von rechts her, wo seiner Meinung nach Norden sein mußte, über die Steppe wehte. Kann man beim Reiten schlafen? Beutereiter durften sich auf diese nützliche Kunst verstehen. Lauscher jedoch hatte es bisher noch nicht versucht. Als er im Sattel zusammenfuhr, aufgeschreckt durch ein plötzliches Stolpern seines Pferdes, merkte er, dass man nur müde genug sein musste, um sich von dem gleichmäßigen Schritt eines Pferdes in Schlaf wiegen zu lassen. Und müde war er über die Maßen nach der letzten Nacht in der Gesellschaft heimtückischer Baumtrolle. Er spürte, daß der Wind sich gelegt hatte. Die Augen lagen ihm blei schwer in den Höhlen, und er war kaum imstande, sie offen zu halten. Doch ehe ihm die Lieder wieder zufielen, sah er weit voraus eine Bewegung auf der nächtlichen Steppe. Er versuchte, mit seinem Blick festzuhalten, was sich da regte, aber es wollte ihm nicht gelingen. Das Bild schwankte und glitt immer wieder aus seinem Blickfeld. Dennoch merkte er, dass dieses Ding ständig näher kam. Er wunderte sich, dass er es in dieser mondlosen Nacht überhaupt ausmachen konnte, aber jetzt sah es immer deutlicher. Ein Reiter zottelte da auf ihn zu. Er saß mit hängenden Schultern nach vorn geneigt auf einem struppigen Steppengaul, und an seinen Schläfen baumelten Zöpfe, schneeweiße Zöpfe. Nun hat mich Hunli doch noch erwischt, dachte Lauscher. Doch es war nicht Hunli, der da aus dem Dunkle herangeritten kam und nun dicht vor seinem Pferd anhielt. Die Augen dieses Beutereiters waren anders als die des Kahns, nicht abweisend und hart, sondern freundlich, ja fast heiter. Wohin reitest du, Lauscher?", fragte Arni. "Zu deinen Leuten", sagte Lauscher, wenn ihm auch fraglich schien, ob Arni verstand, wen er damit meinte. "Bist du da auf dem richtigen Weg?", fragte Arni. "Ich hoffe", sagte Lauscher. "Genau weiß ich das nicht. Kann sein, dass ich mich verirrt habe. Willst du mir den Weg zeigen?" Arni schüttelte den Kopf. "Den musst du schon selber suchen", sagte er. Ich werde draußen in der Steppe gebraucht. Was willst du dort?", fragte Lauscher. "Das solltest du doch wissen", sagte Arni. "Ich muss meinem Bruder helfen, seine Leute zusammenzusuchen." "Was gehen dich hundis Leute an?", sagte Lauscher. "Ich bin froh, dass sie mir noch nicht auf den Fersen sind." "Haben sie nicht allen Grund dazu?", sagte Arni. "Du hättest Hunli den Stein zeigen sollen. Warum hast du das nicht getan?" Lauscher senkte den Kopf. Ich hatte Angst, mich allein auf den Stein zu verlassen, sagte er. Wer seiner Angst nachgibt, macht Fehler, sagte Arni. Du solltest mehr Vertrauen haben, sonst wird dir der Stein wenig helfen. Auch nicht bei diesen Menschen, die du meine Leute nennst, wer auch immer das sein mag. Er nickte Lauscher freundlich zu, trieb sein Pferd wieder an, das er im Vorbeireiten Lauscher fast streifte, und war gleich darauf lautlos in der Nacht verschwunden. Erst jetzt wurde Lauscher bewusst, dass er ihn auch nicht hatte heranreiten hören, keinen Hufschlag, kein Klirren des Zaumzeugs, als bewege sich Arnis Pferd auf einer anderen Ebene. Und dann traf ihn wie ein eisiger Schreck die Erkenntnis, dass er eben mit einem Mann gesprochen hatte, der schon seit Jahren tot war. Wo war er hingeraten? Ritt er überhaupt noch über die Steppe oder hatte sich die Welt unversehens verschoben? Am Himmel war jetzt kein Stern mehr zu sehen. Vielleicht hatte sich die Wolkendecke geschlossen. Aber waren das überhaupt Wolken dort oben? Oder war ein schwarzer Deckel zugefallen, der ihn absperrte von Himmel, Sternen, Wolken und der Welt der Lebenden? Vielleicht ritt er längst durch einen Bereich, in dem Wiedergänger hausten und ihr Spiel mit ihm trieben. Plötzlich war der Wind wieder da. Lauscher spürte es so unvermittelt, als sei er eben aus einem Tor ins Freie geritten. Die Beklemmung war im Augenblick verflogen. Als er sich im Sattel umwandte, sah er, daß der schwarze Deckel des Himmels sich zu heben begann. Fern im Osten klaffte am Horizont ein heller Spalt und warf ein fahles Licht über die Steppe. Lauscher trieb sein Pferd zu einer schnelleren Gangart an, denn nun konnte er wieder erkennen, wohin er ritt. Nach und nach hellte sich die weite Ebene auf. Und dann zeichnete sich weit voraus in dunklem Violett vor dem Grau des Himmels die Silhouette eines Gebirges ab, der Rand der Steppe, zu dem er unterwegs war. Obwohl er schon jetzt auf seinem Pferd eher hing als saß, beschloss Lauscher noch so lange weiterzureiten, bis er die ersten Bäume erreicht hatte. Es war schon heller Vormittag, als er den Schatten der Bäume spürte. Die meiste Zeit über hatte er mit geschlossenen Augen auf dem Hals seines Pferdes gelegen und sich tragen lassen. Irgendwann hatte er in seinem Dämmerschlaf gemerkt, dass Schneefuß seinen Trab beschleunigte. Vielleicht riecht die Stute Wasser, hatte er gedacht, aber war zu müde, um Ausschau zu halten. Jetzt hörte er das Plätschern eines Baches und merkte zugleich, wie durstig er selber war. Mühsam richtete er sich im Sattel auf und blickte sich um. Schneefuß trabte durch ein lockendes Erlengehölz. Ihr Kopf war vorgestreckt und die geblähten Nüstern witterten den Bach, der ein Stück weiter vorn die grasige Niederung durchfloß. Die Weiden an seinem Ufer standen in voller Blüte, gelb aufgeplusterte Kätzchen saßen in dichter Reihe an jeder Route. Lauscher ließ sein Pferd ungehindert bis zum Bach laufen und wartete, bis es sich satt getrunken hatte. Erst dann stieg er ab, Tauchte die Hände in das rasch dahinfließende Wasser, wusch sich das Gesicht, um die brennenden Augen zu kühlen, und trank dann selbst. Das eisige Wasser vertrieb seine Müdigkeit, doch seinen Hunger konnte es nicht stillen. Lauscher durchsuchte seine Satteltaschen, aber da war nichts Essbares zu finden. Immerhin stieß er dabei auf den Krug mit Vogelbeergeist. Er nahm einen Schluck davon, merkte aber sofort, dass man mit nüchternem Magen dergleichen Getränke besser mied. Der scharfe Schnaps stieg ihm augenblicklich zu Kopf. Das Bild der Landschaft begann sich zu drehen und der Boden schien zu schwanken. Lauscher klammerte sich an den Sattel, bis der Schwindel vorüber war. Dann verstaute er die Kruge wieder an ihrem Platz und spürte dabei mit den Fingern die Rundungen der drei Krüglein, die er im Keller seines Großvaters hatte mitgehen heißen. Eine Stunde Kraft und drei Tage Schlaf. Das könnte jetzt nützlich sein. Und er überlegte, ob er das Elixier ausprobieren sollte. Doch das ließ er wohl besser bleiben, solange er nicht sicher sein konnte, innerhalb der nächsten Stunde sein Ziel zu erreichen. Mach schnell, dass du nach Hause kommst. Das war leicht gesagt, wenn man wusste, wie weit man noch zu reiten hatte. Zunächst versuchte er sich erst einmal zu orientieren. Im Süden meinte er die Hänge des Krummwaldes zu erkennen. Sein Umweg hatte ihn also schon seinem Ziel ein Stück näher gebracht. Jetzt mußte er nur noch möglichst rasch weiter nach Norden reiten. Vielleicht hatte er Glück und traf noch vor dem Abend auf die Ansiedlung von Arnis Leuten. Jedenfalls sollte er sich hier nicht allzu lange aufhalten. Die Beutereiter würden seiner Spur, die sie als dunkle Linie im Gras der Steppe abzeichnete, ohne Schwierigkeiten bis zu diesem Bach folgen können. Während der Schneefuß noch eine Weile Grasen ließ, damit wenigstens sein Pferd nicht von Kräften kam, dachte er darüber nach, wie er es anstellen könne, daß niemand erriet, wohin er sich von hier aus gewendet hatte. Hier, in dem weichen Grasboden, würde die Hufspur seines Pferdes noch nach Tagen zu sehen sein. Und es schien ihm ein übles Gastgeschenk zu sein, Arnis Leuten die Feindschaft der Beutereiter auf den Hals zu ziehen. Da fiel ihm ein, daß Barlow ihm einmal erzählt hatte, wie er zu der Zeit, als er in Elders Haus als Pferdeknecht diente und nachts auf Wolfsjagd ging, seine Spur vor den Knechten Giesers verborgen hatte. Er war zusammen mit Eldas Sohn von seinem Baumsitz aus durch das Wasser eines Bachlaufs bis hinunter ins Tal gelaufen und erst von dort aus nach Hause gegangen. Dergleichen ließ sich auch hier bewerkstelligen. Soweit man sehen konnte, kam der Bach am Fuß des Gebirges entlang von Norden her geflossen. Ein Stück weit würde er ihn jedenfalls als Weg benutzen können. Als er sich in den Sattel zog, spürte er, dass er seit zwei Tagen kaum etwas gegessen und noch weniger geschlafen hatte. Er trieb sein Pferd ins Wasser und ließ es im Schritt bachaufwärts gehen. Der Stute schien das wenig Spaß zu machen. Immer wieder rutschte sie auf dem glatten Geröll aus, aber Lauscher stellte mit Befriedigung fest, dass sie in dem steinigen Bachbett kaum eine Spur hinterließ. Und das Wenige, das zu sehen war, würde die Strömung bald geglättet haben. Auf diese Weise kam er zwar nur langsam voran, aber mit jeder Stunde wuchs seine Sicherheit, dass er seine Fährte verwischt hatte. Zugleich nahm jetzt sein Schlafbedürfnis wie sein Hunger in erschreckendem Maße zu. Mehr als einmal war er nahe daran, aus dem Sattel zu gleiten, wenn Schneefuß auf einem besonders schlüpfrigen Kiesel ausglitt. Als er wieder einmal durch ein stolperndes Pferdes aufgeschreckt wurde, sah er, dass er am Ziel war. Der Bach verließ das buschige Gehölz und überquerte ein Wiesengelände, das sich nach links in eine halbrunde Einbuchtung des Gebirgsstocks ausbreitete. In diesem Talkessel weidete eine ansehnliche Herde von Pferden, und auf der anderen Seite, wo das Buschwerk wieder bis zum Bach vorstieß, stand, halb verdeckt von Erlen und Birken, eine Reihe von Blockhäusern und Vorratsschuppen. Hier war keine Vorsicht mehr vonnöten. Ein leiser Schenkeldruck genügte, um Schneefuß aus dem Bachbett zu lenken. Bei den letzten Erlenbüschen hielt Lauscher an und schaute hinüber zu den Häusern. Er war wirklich in keiner guten Verfassung, aber die kurze Strecke über die Pferdeweide würde er auch noch hinter sich bringen. Dennoch zögerte er. Er versuchte sich vorzustellen, wie es sein würde, wenn er dort drüben Höni, dem Stellvertreter Arnis, gegenüberstand. Taumelnd vor Müdigkeit und schwach vor Hunger würde er sich kaum auf den Beinen halten können. Sollte das der erste Eindruck sein, den man bei Arnis Leuten vom Erben des sanften Flöters und dem Träger des Steins haben würde? Wer würde ihn nach einem solchen Auftritt überhaupt noch ernst nehmen? Diese Befürchtung ergriff dermaßen von ihm Besitz, dass er schließlich meinte, seine Zukunft hänge einzig und allein davon ab, in welcher Haltung er sich Arnis Leuten bei der ersten Begegnung zeige. Und dann wußte er auch, wie er sich einen Auftritt von wünschenswerter Überzeugungskraft verschaffen konnte. Mit fliegenden Händen öffnete er seine Satteltasche und kramte nach dem Krüglein mit dem geheimnisvollen Saft, der Kraft für eine Stunde verlieh. Dass ein Reisender sich nach einer Begrüßung dann erstmal schlafen legte, würde jedermann verstehen. Er öffnete das apfelgroße, bauchige Gefäß und roch daran. Ein köstlich erfrischender Duft stieg ihm in die Nase, der in ihm eine verschütterte Erinnerung weckte. Irgendwann mußte er diesen Duft schon einmal gerochen haben. Ohne weiter darüber nachzugrübeln, setzte er den engen Hals des Krügleins an den Mund und trank einen kleinen Schluck. Als er den säuerlich süßen Geschmack des prickelnden Getränks spürte, war er sicher, dass er nicht zum ersten Mal davon kostete. Aber es wollte ihm nicht einfallen, wann und wo das gewesen war. Noch während er das Krüglein wieder verschloss und an seinen Platz steckte, begann er die Wirkung zu spüren. Seine Müdigkeit war mit einem Schlag verflogen und er fühlte sich frisch und kräftig, als sei er eben erst losgeritten. Jetzt aber schnell, sagte er sich. Mach, dass du nach Hause kommst und gab Schneefuß die Sporen. Während er die Pferdeweide in raschem Trab überquerte, wurde er schon bemerkt. Ein paar Kinder, die bei den Büschen am Bach gespielt hatten, wurden vom Hufgetrappel aufgescheucht und schauten, wer da geritten kam. Dann liefen sie laut rufend in die Ansiedlung. Beim ersten Haus ließ Lauscher sein Pferd in Schritt fallen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass er es besonders eilig habe. Sobald die Dorfstraße vor ihm lag, sah er, dass sein Einzug nicht ohne Zeugen vonstatten gehen würde. Überall waren die Leute auf das Geschrei der Kinder hin vor die Türen getreten und blickten ihm neugierig entgegen. Da er nicht recht wußte, wie er sich verhalten sollte, ritt er an ihnen vorüber auf die Mitte der Ansiedlung zu, denn dort würde Höni wohl zu finden sein. Lauscher hielt Ausschau nach einem Haus, dessen Größe und Ausstattung verriet, dass es von einem Mann solcher Bedeutung bewohnt wurde. Doch zunächst fiel ihm auf der Mitte des Dorfplatzes ein kleines Gebäude ins Auge, dessen altersgraues Balkengefüge vermuten ließ, dass es schon länger hier stand als die anderen Häuser, deren Gebälk noch so frisch war, dass an den hellen, mit der Axt behauenen Flächen stellenweise Harz austrat. Dieses unscheinbare Blockhaus war sicher Arnis Hütte. Und das ansehnliche Gebäude dahinter, das sich von den anderen durch einen Verandaartigen Vorbau unterschied, mußte der Wohnsitz von Arnes Stellvertreter sein. Im Weiterreiten kam Lauscher eine gloriose Idee. Zunächst würde er erst einmal dieser alten Hütte seine Verehrung darbringen. Das würde die Leute hier sicher beeindrucken, und außerdem ersparte er sich damit die Verlegenheit, irgendeinen fremden Menschen ansprechen zu müssen. Das Weitere würde sich dann schon finden. Er lenkte also sein Pferd vor den Eingang der Hütte, ohne Hönigs Haus weiter Beachtung zu schenken, obwohl er im Vorüberreiten noch bemerkte, daß auch dort ein Mann unter die Tür trat. Vor Arnis Hütte brachte er Schneefuß zum Stehen, stieg ab, ging ein paar Schritte auf die grob zusammengezimmerte Tür zu und verbeugte sich tief. So blieb er einige Zeit stehen und starrte auf die abgenutzte Schwelle. Offenbar hatte man hier alles in dem Zustand belassen, wie man es bei der Gründung der Ansiedlung vorgefunden hatte. Schließlich waren es unter anderen auch Arnis Füße gewesen, die diese Vertiefungen in den Holzbalken getreten hatten. Irgendetwas sollte jetzt geschehen, dachte Lauscher. Denn diese gebeugte Haltung begann ihm allmählich unbequem zu werden. Hinter sich hörte er die Leute raunen. Dann näherten sich Schritte und machten neben ihm Halt. Ohne seine Haltung zu ändern, blickte Lauscher zur Seite und sah zwei aus feinstem Hirschleder genähte Männerschuhe. Die kräftigen Beine, die darin steckten, waren mit ledernen Hosen bekleidet, wie sie von den Beutereitern und auch von Arnis Leuten getragen wurden. Als Lauscher sich ein wenig aufrichtete, um auch die obere Hälfte dieses Mannes betrachten zu können, merkte er, dass sein Nachbar sich gleichfalls tief verneigt hatte und jetzt in gleichem Maße wie er selbst seinen Oberkörper hob. Es mochte sein, dass es ihm seine Höflichkeit nicht erlaubte, aufrecht neben einem Gast zu stehen, der noch in der Verbeugung verharrte, und dies machte ihm offensichtlich Beschwerden, denn er war von beträchtlichem Leibesumfang und atmete schwer. Ob das Höni war? Lauscher hatte sich den Stellvertreter Arnis eigentlich anders vorgestellt, hochgewachsen und hager, wie es sich für einen Anführer ziemt, ob nun Höni oder nicht, zumindest musste der Dicker ein Mann von Bedeutung sein. Und so beschloss Lauscher, ihn nicht länger der Qual dieser Ehrfurchtshaltung auszusetzen. Er richtete sich auf und bemerkte mit Befriedigung, dass der Andere es ihm gleich tat und dabei erleichtert aufseufzte. Dann wendeten sich beide einander zu. Der Dicke sagte nur ein paar Worte, die Lauscher nicht verstehen konnte. Hoffentlich kann ich mich mit diesen Leuten überhaupt unterhalten, dachte Lauscher und sagte, Verstehst du die Sprache von Fraglund? Ja, sagte der Dicke, du wirst hier noch mehr Leute finden, mit denen du in deiner Sprache reden kannst. Das freut mich, sagte Lauscher. Verzeih mir, wenn ich zunächst Arnis Hütte die gebührende Ehre erwiesen habe. Ich habe eine lange Reise unternommen, um hierher zu kommen. Jetzt möchte ich gern mit Höni, dem Stellvertreter Arnis, sprechen. Du hast dich verhalten, als wärst du einer von uns, sagte der Dicke. Möge jeder Fremde dem weisen Arni sein Name sei gepriesen solche Achtung bezeugen. Und wenn du Höni suchst, so bist du schon am Ziel, denn er steht vor dir. Da verbeugte sich Lauscher vor Höni, was dieser sogleich seinerseits mit einer Verneigung beantwortete, und als sich beide wieder aufgerichtet hatten, sagte Lauscher Ich grüße dich, Arnis Stellvertreter. Mein Name ist Lauscher, und deine Männer haben mich Träger des Steins genannt. Als er das hörte, traten Tränen in Hönigs Augen. Er breitete die Arme aus und drückte den ersehnten Ankömmling an seine überaus breite Brust. Dann schob er ihn auf Armeslänge von sich und sagte: Willkommen bei Arnis Leuten, Träger des Steins. Ich will dich nicht als Gast begrüßen, denn du bist in der Tat einer von uns. Mögen die Kraft von Arnis Stein und die Kunst des sanften Flöters, dessen Erbe du bist, Weisheit und Freude in unsere bescheidenen Hütten bringen. Dann wendete er sich zu den Leuten, die sich auf dem Dorfplatz versammelt hatten und rief Lauscher, Träger des Steins, ist endlich eingetroffen. Möge sein Name groß werden unter Arnis Leuten. Jetzt hätte nach Lauschers Erwartung eigentlich das Freudengeschrei der Dorfbewohner einsetzen müssen, aber nichts dergleichen geschah. Alle, die ihm auf den Platz vor Arnis Hütte gefolgt waren, verbeugten sich tief vor ihm, so daß Lauscher sich schon wieder zu einer Rumpfbeuge genötigt sah, und dabei sagten sie mehr oder minder im Chor ein paar Worte, deren Übersetzung König sogleich lieferte. »Arni sei mit dir, Träger des Steins.« Sie sagten das nicht einmal sonderlich laut, sondern so, wie man eine gewohnte Grußformel gebraucht. Das war dann auch schon alles, denn gleich darauf gingen die Leute unter halblaut geführten Gesprächen zurück zu ihren Häusern. Lauscher blickte ihnen ein wenig enttäuscht nach. Dass Arnis Leute überaus höfliche Menschen waren, hatte er schon mehrfach erfahren, aber etwas mehr Begeisterung hatte er doch erwartet. Doch dann fiel ihm ein, dass schon ein beträchtlicher Teil der Stunde verstrichen war, die ihn sein Wundertrank noch munter halten würde, und so war er schließlich ganz froh, hier nicht länger aufgehalten zu werden. Als habe er seine Gedanken erraten, sagte Höni jetzt. Den weitgereisten soll man nicht mit langen Begrüßungen ermüden. Komm in mein Haus, nicht als Gast, sondern als Mitglied meiner Familie. Er führte ihn über den Platz zu jenem Haus mit der Veranda. Unter dem von geschnitzten Pfosten getragenen Vordach stand eine junge Frau oder ein Mädchen und blickte ihm entgegen. Als Lauscher und Höni herankamen, verneigte sie sich, wenn auch nicht so tief wie die Leute auf dem Platz. Lauscher erwiderte diese Begrüßung auf gleiche Weise, und während ihm dabei der Gedanke durch den Kopf schoß, daß man hier auf die Dauer vor lauter Höflichkeit Kreuzschmerzen bekommen könne, sagte Höni, »Das ist meine Tochter Narzia.« Lauscher richtete sich auf und wurde von der kühnen Schönheit des Mädchens getroffen, wie vom Stich eines Messers. Narzia glich ihrem Vater in keinem Zug. Neben dem breitflächigen, wenn auch nicht feisten Gesicht Hönis, wirkte Narzias Kopf eher noch schmaler, als er ohnehin schon war. Als erstes fielen Lauscher ihre grünen Augen auf. Sie hatten die Farbe von feuchtem Moos und schauten ihn so geradezu an, daß er nahe daran war, den Blick zu senken. Auch sonst zeigte ihr hellhäutiges Gesicht kaum eine Verwandtschaft mit den flachnasigen Leuten hier. »Sie gleicht einem stolzen Falken, der sich seiner edlen Abkunft bewusst ist«, dachte Lauscher. Unter seinem bewundernden Blick begann Nazia zu lächeln und sagte: „Wir haben lange auf dich gewartet, Lauscher. Tritt ein in dein Haus.“ Sie führte Lauscher in eine geräumige Stube, bot ihm den Ehrenplatz am Tisch an und erst als er sich gesetzt hatte, nahmen auch Höni und sie selbst Platz. Gleich darauf begannen Mägde geschäftig hin und her zu laufen und trugen Speisen von solcher Köstlichkeit auf, wie sie Lauscher nicht mehr vorgesetzt worden waren, seit er mit Gisa in Barleburg getafelt hatte. Allerlei kleine und große Fische, Wildbret verschiedenster Art, dazu süßsauer eingelegte Früchte, die Lauscher nicht einmal dem Aussehen nachzubenennen wusste. Flaumiges, weißes Brot und noch allerlei Knabberzeug wie Nüsse und Honiggebäck. Lauscher konnte seine Verwunderung nicht verbergen, hier in dieser Einöde solch erlesene Genüsse vorgesetzt zu bekommen. Wer Handel treibt, kann unter vielen Dingen wählen, sagte Höni nicht ohne Stolz, als er Lauschers Erstaunen bemerkte, und goss ihm tiefroten Wein in den Silberbecher. Während sie aßen, hatte Lauscher Gelegenheit, sich in der Stube umzusehen. Auch hier hielt man sich noch an die Sitte, die Mahlzeit nicht mit schwerwiegenden Gesprächen zu belasten. Die Decke des Raumes war aus reich geschnitzten Balken von würzig duftendem Holz gefügt und auf den Wandborden standen rings silberne Gefäße aufgereiht. »Als wir uns hier ansiedelten, sah das noch anders aus«, sagte Höni mit Behagen. »Aber die paar Jahre seither haben uns schon ein wenig eingebracht. Arni sei Dank dafür.« Seit Lauscher Hönis Haus betreten hatte, war ihm nicht mehr in den Sinn gekommen, daß die Zeit bemessen war, in der er noch über frische Kräfte verfügen konnte. Der Blick in Narzias grüne Augen hatte ihm überhaupt so manches aus dem Gedächtnis geraten lassen, wie sich noch herausstellen wird. So traf ihn das Ende seiner Frist völlig unvorbereitet. Der Bissen, den er eben hatte schlucken wollen, blieb ihm fast im Halse stecken. Er brachte es noch zu Wege, ihn hinunter zu würgen, doch als er mit einem Schluck Wein nachspülen wollte, zitterte seine Hand derart, dass er seinen Becher umstieß. Verzeiht! lallte er mit schwerer Zunge und starrte mit glasigen Augen auf den rasch sich ausbreitenden blutroten Fleck auf dem weißen Leinentuch. Der lange Ritt, er spürte noch, daß er vom Stuhl zu gleiten begann. Viel und viel wurde in sausendem Sturz hinabgerissen in einen bodenlosen Schacht und in dessen Tiefe erwartete ihn,